Nachdem ihr entschieden habt, dass ich depressiv bin oder was auch immer, setzt ihr mich auf Medikamente, nicht wahr? In unserer Gesellschaft glauben wir, dass wir glücklich sein müssen. Wenn nicht, fühlen wir uns hoffnungslos, wie Versager. Nachdem Sie die Überdosis genommen haben, ist Ihr Herz stehen geblieben. Vereinfacht gesagt, wurde der Mechanismus beschädigt, der die Blutzufuhr regelt. Und dieser Schaden ist irreversibel, fürchte ich. Dann sterbe ich also doch noch. Vielleicht handelt es sich nur noch um Wochen. Vor allen Dingen geht es darum, mit Veronica zu reden. Ich hasse ihren blöden Schreibtisch. Und ich hasse ihre hässlichen Krawatten. Und ich hasse jeden, der hier eingesperrt ist. Und die Familien anderer Patienten haben sich über vorschriftswidrige Behandlungsmethoden beschwert. Fühlt es sich nicht besser an, sich besser zu fühlen? Glaubst du, die da draußen sind weniger verrückt als wir? Was ist mit ihm? Ja, er sieht verdammt gut aus. Reden kannst du mit ihm nicht. Es gibt noch so viel, das ich nicht von mir weiß. Was macht ihr mit ihr? Manche Menschen sehnen sich ihr ganzes Leben nach einem Moment, wie du ihn erlebt hast.